Das Elora schon wieder. Unglaublich. Hi Spyro, dieses Talismantor öffnet sich nur, wenn du alle 6 Sommerwald-Talismane hast. Wenn das Tor offen ist, warten Ripto und Crash im Kerker. 6 Stück an der Zahl. Und dann können wir schon gegen Ripto und Crash antreten. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass Crash der blaue Handlanger ist. Denn der andere hieß Schluck. Er hat dann nämlich gesagt, Schluck, du Idiot, du hast meinen Zepter gefressen. Ja, so. Wie viele Talismane haben wir? Wir haben bereits die Hälfte, 3 Stück. Das heißt, auf den Sonnenstrand müssen wir noch. Nach Hurikos noch. Und nach Aquaria. So, ich würde sagen... Hurikos machen wir noch oder fangen wir an? Und dann beende ich vorerst auch mal die Aufnahme, damit der Controller nicht erst kommt, wenn wir das Spiel schon fast durch haben. Das wäre nämlich irgendwie widersinnig. Ja, so werden sie gemobbt hier alle. Das Wetter hier ist nicht sehr schön und es gibt auch wieder Schluchten, das heißt, es ist ein super Level. Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist, aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist ein Elektroll. So, hier haben wir die Diode. Zack, haben wir eine unten im Inventar. Also Inventar, gut oder nicht. Ne, so. Zack, dann haben wir den auch weg. Und da können wir die jetzt einsetzen, die Diode. Zack. Und das Kraftfeld erlischt. Also auch hier wieder das klassische Tor-Dingens. Was wir ja schon kennen. Und so Dinger, ich weiß gar nicht mehr, wofür die gut waren. Oder ob sie überhaupt so etwas gut waren oder nur Deko sind. Ich habe keinen Schimmer. Hier haben wir noch eine zweite Diode. Und jetzt haben wir auch Roboter gesehen. Die sind aus Eisen oder so, aus Metall halt auf jeden Fall. Daher sind auch diese für unser Feuer nicht wirklich empfänglich. Das heißt, auch hier müssen wir uns wieder auf neue Gegner einstellen. Aber ich finde es auch ganz kreativ eigentlich, was hier immer so für Gegner auftauchen. Weil in jeder Welt auch wirklich meistens andere Gegner sind. War im ersten Teil, glaube ich, auch noch nicht ganz so. Da haben sie die Norks ab und zu eingebaut. Aber auch immer mit Variationen. Also war auch schon... Ne? Also ich berufe mich jetzt ziemlich viel auf das andere Spiel. Weil es einfach der Nachfolger ist, der hier. Und wir das auch gespielt haben, oder... Ich... Je nachdem, ob ihr dabei zugeguckt habt oder nicht. Daran müsst ihr euch bitte gewöhnen und es mir nachsehen. Denn für mich gehört das einfach alles zusammen. Ehrlich gesagt habe ich Erinnerungen an die Spiele, die alle durcheinander gemixt sind. Das heißt, bevor ich das erste Spiel gespielt habe, waren da Erinnerungen drin, die eigentlich zum zweiten oder sogar zum dritten Teil gehören. Und ja, ne? Ach, da haben wir auch schon die zweite Diode. Deshalb gehört das so für mich zusammen. Alleine auch, weil alles in meiner Kindheit wirklich, also, passiert ist, weil ich gespielt habe und da sind die Sachen ja eh etwas weniger geordnet. Da haben wir übrigens auch gerade gesehen, dass aus der Ratte, die hier, die das Schaf quasi ist, auch so ein Lebensschmetterling rauskam. Oh, den kriegen wir nicht weg. Auch das passiert hier wieder. Nur ich glaube, im ersten Teil war es aus Gegnern, ne? Oder war das auch aus denen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall können wir auch so wieder Leben sammeln. Was ja vielleicht auch ganz praktisch ist. Denn am Anfang jetzt hier geht es ja noch ganz gut, aber es werden Situationen kommen, da wird das etwas schwieriger werden. Alleine wenn man dran denkt, dass wir bald unseren ersten Endgegner betreffen.
Hui, ja, das wird lustig. Zack. War's das? Ja. Ah, diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Blitzsteine ersetzen, Diebe fangen. Ja, so richtig verstanden habe ich das aber noch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. So. Haben wir noch so ein Ding? Jetzt können wir hier überall rumlaufen und die Dinger platzieren, oder was? Zack, so. So, dann müssen wir... Moment, dann, ja, das erfordert jetzt wieder ein... Mist. Ein wenig Concentration, das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder etwas ruhiger werden. Das tut mir ja zwar leid. Aber ich denke mal, ansonsten ist das Ganze für mich nicht möglich. So. So. Das war der erste. Das war der zweite. Ja, das ist ein klein wenig nervig. Jetzt kommen die nämlich an und klauen uns die Sachen wieder hier. Ich glaube, der war nicht richtig drauf, ne? Nicht jetzt rumschreien oder so. Ey, der war nicht richtig drauf. Ja, weiß ich doch. Der auch nicht, übrigens. Den mitnehmen. Hier. Da fehlt der. Cool. Jawohl, so, da haben wir das auch. Hier oben sind noch mehr davon. Meine Güte. Ist immer lustig mit dem Treffen irgendwie. Ich erinnere mich irgendwie auch. In diese Mission erinnere ich mich auch noch, weil ich da, glaube ich, so übelst schlecht drin war. Haben wir den jetzt getroffen? Ne, der ist nur weggelaufen. Ach, die kommen also immer wieder mal an den Tüntesal-Alarm und wir müssen die Dinger neu sortieren. Auch eine tolle Sache. Ach, da fehlt schon wieder der. Naja, nehmen wir den mal mit hier und dann tun wir den dahin. Da ist noch eine. Also ist schon eine lustige Aufgabe, muss man sagen. Ich glaube, die tauchen nämlich überall auf, wo wir die Dinger schon platzieren. So, haben wir den nächsten. Ach, Menno. So. Also wir werden das noch ein paar Mal machen müssen jetzt. Bis wir die anderen fünf auch haben. Vielleicht gibt es da eine effektivere Methode als die, die ich hier benutze, aber... Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht so genau beantworten. Dazu bin ich einfach nicht versiert genug. Wahrscheinlich liegen unten nämlich jetzt auch die ganzen Teile wieder rum. Rennen wir mal nochmal hier rum. Ne, das war wieder nur einer. Da oben ist noch einer. Ach, das ist auch einer. Und jetzt ist er wieder verschwunden. Ja, toll. Also, wieder neue Kugeln platzieren. So. Ich dachte, gerade eben dachte ich, es wären immer nur zwei, die auftauchen. Aber das war ein Irrtum. Es waren ja schon drei jetzt bei dem einen Mal. Wenn wir Glück haben, kriegen wir also beim nächsten Mal alle. So, dann platzieren wir hier eins. Mist. So. Mist. Ich dachte, hier wären vielleicht welche. Ne, hier ist nicht einer mehr. Wir sind zu langsam. Mist.
Nun gut, dann platzieren wir wieder eine Kugel. Ach je. Na komm, nimm sie doch. Mist. Ach, der Alarm wird nur so laut, wenn das direkt in der Nähe ist. Ja, sowas in der Richtung dachte ich mir fast, aber... Ach, immer wenn er aus dem Blickfeld verschwindet, ne? Mist. Naja, zwei haben wir noch. Na, also ihr seht vielleicht, warum diese Aufgabe ein wenig als nervig eingestuft wird von mir. So, einen haben wir noch. Aber auch das muss natürlich getan werden. Dafür sind wir ja da. Nicht wahr? So. Haben wir 10 von 10. Jetzt können wir die Kugeln, glaube ich, in Ruhe endlich platzieren. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Müssen wir nur die ganzen Steine wiederfinden. Die haben die ja geklaut und sind damit was weiß ich wohin gerannt. Wahrscheinlich hier unten hin, weil wir hier nie waren. Da ist einer. So, dann müssen wir noch eine leere Station finden. Ah, hier. So. Da lag noch ein Stein, den kann man mit nach oben nehmen. Hier ist noch einer. Da ist sogar noch alles dran. Cool. So, hier ist noch eins. Ich glaube, das sind wir durch, ne? Ja. Danke, Spyro. Unter unseren Blitzsteinen habe ich dieses glänzende Ding gefunden. Nimm es bitte als Belohnung. Ja, ist auch bitter nötig. Hui. War ja schon ein wenig anstrengend. Gut, haben wir das wenigstens auch gepackt. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, wo es ging hier raus. Das war hier, ne? Okay. Genau, da sind wir hier reingehüpft. Ah, ein bisschen was zu tun haben wir aber trotzdem noch hier, ne? So, da war gerade auch ein Powerpunkt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Das heißt, wir müssen noch ein paar Gegners ausschalten. Oh, 18 Stück, okay. Menno. So, macht ja nichts. Hier sind ja zum Glück Ratten, glaube ich, genug, ne? Oh. Zack, eine brauchen wir aber noch. Da haben wir sie auch. Moment, wo sind denn die Ratten? Hast du nicht eben noch eine gesehen? Naja, macht nichts. Da. Da unten ist noch eine, genau. So. So, ja, und wie angekündigt, nach dem Level machen wir dann auch mal die erste Pause. Denn, ne, Controller und so. Das ist für uns alle wahrscheinlich etwas angenehmer. Vor allen Dingen bei so manchen Missionen, die ich da im Kopf habe, die noch kommen. Oh je, oh je. Ja, diese Zwischenquests können nicht nur Abwechslung bringen, sondern auch Verzweiflung. Haben wir ja eben gesehen, war nicht so lustig. Nicht wahr? Und da gibt es echt noch andere, wo ich mir denke, eieieiei, das kann was werden. Aber es kann auch sein, dass das an meinen Erinnerungen liegt, dass ich damals einfach richtig schlecht da drin war. Das kann ja heute anders sein. Früher war das ja auch so, dass wir die Fluglevel im ersten, dass ich die Fluglevel im ersten Part nicht geschafft habe. Und das ist ja auch heute anders gewesen, ne? Also besteht ja noch Hoffnung.